Ein mysteriöses Video ist auf dem Twitter-Account von Rockstar Universe aufgetaucht. Man sieht das Rockstar-Logo, was immer mal wieder auftaucht und verschwindet. Und im Hintergrund hört man einen Morsecode. Und jetzt habe ich mir mal das Morse-Alphabet geschnappt und habe das Ganze mal in mein Videoschnittprogramm geladen, weil man das da besser sehen kann, wie denn diese einzelnen Töne da sich gestalten. Und dabei kam etwas frei übersetzt raus. Eines Tages wird alles enthüllt. Und genau das hatten wir doch schon mal, nämlich das GTA 5 Anniversary T-Shirt bei GTA Online, wo dann so ein Zahlencode da drauf war. Und wenn man den dann eingegeben hat in so einen quasi, ich sage mal, Übersetzer oder beziehungsweise einen Konverter, dann kam genau das Gleiche dabei raus. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das zu bedeuten? Ich meine, das ist ein Fan-Account, das ist kein original Rockstar-Account. Allerdings folgt Rockstar diesem Account. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube einfach nur, dass es wahrscheinlich Fanmade ist, um so ein bisschen Hype zu erzeugen, was ja dann, glaube ich, auch gelungen ist. Das Video wurde mittlerweile schon über 300.000 Mal angeklickt und da muss man auf jeden Fall mal gucken, was denn da noch so bei rauskommt. Also, die meisten spekulieren, 3.12. werden wir die ersten News bekommen zu GTA 6. Es bleibt spannend, bleibt dabei, folgt dem Kanal für mehr und dann bis zum nächsten Mal.